Wir haben eine Italienreise gemacht und waren dabei 2 Wochen am Gardasee. Dabei haben wir auch den Camping Del Rose besucht und den möchte ich heute vorstellen. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. Werfen wir einen Blick auf die Karte. Wo liegt dieser Campingplatz? Er liegt im Süden des Gardasees in der Nähe der kleinen Stadt Lazise. Der Camping Del Rose ist von Mitte April bis Anfang Oktober geöffnet. Er nimmt keine Hunde, das muss man wissen. Der Campingplatz Del Rose macht in der Vor- und Nachsaison Sonderpreise oder Angebotspreise. Da zahlt man für 2 Personen mit Immobilien etwa 18 bis 20 Euro. Das sieht natürlich in der Hauptsaison ganz anders aus. Da geht es schnell mal über 50 Euro. Wenn man bei diesem Campingplatz reserviert, dann kostet das 25 Euro. Diese 25 Euro werden nicht vergütet, das heißt, sie sind verloren. Das ist nicht nur bei diesem Campingplatz hier am Gardasee so, sondern bei anderen Campingplätzen auch. Diese breite, schöne Straße, die führt von der Rezeption runter bis unten an den See. Sie ist schön breit und eignet sich auch gut für große Fahrzeuge. Anders wird das hier, wenn wir jetzt hier in die eigentliche Zufahrt zu den Plätzen fahren. Die Zufahrt ist eher schmal und ist für größere Fahrzeuge eher schwierig, besonders dann, wenn der Platz ganz voll ist. Die Parzellen sind nicht klein, nur in der Länge hapert es etwas. Wir haben mit unseren 8 Metern haben da noch kein Problem, aber Fahrzeuge ab 9 Meter, würde ich sagen, da wird es schwieriger. Die Parzellen sind nicht alle gleich groß, da muss man mal schauen, wo man so hinpasst, um den richtigen Platz dann auch zu finden. Da die meisten Plätze nicht ganz eben sind, braucht man hier dann Keile zum Ausgleichen. Einen Supermarkt gibt es auf diesem Platz auch, er liegt recht zentral, also das heißt etwa in der Mitte des Campingplatzes. Hier bekommt man morgens sein Brot oder sein Baguette oder was auch immer, aber auch natürlich andere Lebensmittel, er ist sehr gut sortiert. Genau gegenüber gibt es ein weiteres Geschäft, hier bekommt man Gemüse, aber auch Souvenirs oder auch Badelatschen, Luftmatratze oder sonst was einem sonst so fehlt im Urlaub. Jetzt Ende Mai gibt es auf diesem Campingplatz noch viele freie Plätze. Das ändert sich aber, wenn die Feiertage kommen, Pfingsten, Himmelfahrt und natürlich dann, wenn die Hauptsaison beginnt. Die Plätze direkt am See sind natürlich begehrt, aber um diese Jahreszeit auch immer noch mal wieder gibt es immer noch mal wieder freie Plätze. Der Campingplatz hat einen direkten Zugang zum See und auch einen kleinen Badestrand. Wer ein Boot dabei hat, kann hier auch die kleine Slip-Anlage nutzen. Hier am See kann man zu Fuß bis nach Lazise laufen, dazu später aber noch mehr. Es gibt 3 Sanitärgebäude auf dem gesamten Campingplatz. Sie machten während unseres Aufenthalts alle einen sauberen und ordentlichen Eindruck. Wie man hier sieht, gibt es hier Waschmaschine, Trockner und auch ein Bügelbrett. Waschmaschine und Trockner müssen natürlich gemünzt werden, wenn man sie nutzen möchte. Der Ausguss für die Toilettenkassette befindet sich in einer kleinen Kabine. Das finde ich immer ganz schön. Es ist immer irgendwie angenehmer, als wenn er einfach so an die Wand geschraubt ist. Ausreichend Abwaschmöglichkeiten für Geschirr gibt es mit gutem heißem Wasser. Und auch die Waschgelegenheiten sind ordentlich. Es gibt auch Einzelwaschkabinen und natürlich auch Duschen. Wir gehen jetzt mal Richtung Rezeption oder Richtung Ausgang und biegen vor der Rezeption links ab. Und zwar gehen wir jetzt zum Schwimmbad hin. Da ist ein schönes, großes Schwimmbad. Und das schauen wir uns mal an. Jetzt Ende Mai hat das Wasser im Schwimmbad schon eine angenehme Temperatur, sodass auch man schon mal ein kleines Bad genießen kann. Wenn wir so wie hier auf einem Campingplatz sind oder auch manchmal auf Stellplätzen, da werden wir schon erkannt von anderen Campern, natürlich durch unseren YouTube-Kanal. Damit haben wir auch überhaupt kein Problem. Man darf uns immer gerne ansprechen. Und so haben wir auch diese beiden, Renato und Peter, kennengelernt, die hier gerade ins Wasser springen. Natürlich habe ich die beiden gefragt, ob ich Videoaufnahmen machen darf. Und sie haben zugestimmt. Dafür nochmal Danke an die beiden.
Die gesamte Anlage ist hier sehr großzügig. Es gibt ein weiteres Becken für Kinder mit zwei Rutschen, sodass hier die Kinder sich auch richtig austoben können. Eine kleine Bar ist auch vorhanden, so ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. An der Zufahrt zum Campingplatz gibt es ein kleines Restaurant. Ja, klein ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, aber es gibt dort ein Restaurant. Wir haben dort auch eine Pizza gegessen. Für uns war das dort alles in Ordnung, Preis-Leistung stimmt und wurden auch nett bedient. Auch an der Zufahrt liegt eine sehr gepflegte Minigolfanlage. Wie ich am Anfang des Videos schon sagte, man hat die Möglichkeit, direkt vom Campingplatz am See entlang bis nach Lassise zu laufen. Es geht stückweise auch mit dem Fahrrad, aber da muss man dann zwischenzeitlich auch mal schieben. Wenn man diesen Weg geht, es sind etwa 1,5 bis 2 Kilometer bis Lassise, dann kommt man mindestens noch an weiteren drei Campingplätzen vorbei, die auch direkt am See liegen. Im Gardasee wird ja auch gerne gebadet, wenn es die Wasserqualität erlaubt. Jetzt Ende Mai sind die Wassertemperaturen maximal bei 18 Grad. Das ändert sich natürlich in den Hochsommertagen, dann erreicht der Gardasee zwischen 22 und 25 Grad Wassertemperatur. Der Gardasee ist etwa 50 Kilometer lang und an der tiefsten Stelle ist er 340 Meter tief. Jetzt kommen wir nach Lassise. Lassise hat eine sehr schöne Altstadt und wird im Jahr von etwa 3,4 Millionen Touristen besucht. Lassise hat eine mittelalterliche Altstadt. Durch drei Haupttore kommt man in die Altstadt. Die Altstadt ist autofrei, also mit dem Auto kann man nicht reinfahren, muss also außerhalb parken. Es gibt spezielle Parkplätze, die aber an den Wochenenden oft stark belegt sind. Es gibt ruhige Plätze im Außenbereich von Lassise, aber natürlich im Zentrum und bzw. Richtung See findet man viele Restaurants, viele Geschäfte, wo man shoppen gehen kann. Es gibt hier in Lassise Geschäfte, wo man preiswert Kleidung kaufen kann, aber natürlich auch Geschäfte, wo man einige Euros mehr für die Kleidung hinlegen muss. Einen Wochenmarkt gibt es in Lassise auch, und zwar ist der immer mittwochs von 7 bis 14 Uhr. Fast in jedem Geschäft hier am Gardasee spricht man Deutsch, sodass es da keine Probleme mit der Verständigung gibt. Nach dem Shoppen geht es natürlich dann nochmal direkt an den See, in eines der Restaurants oder Bars. Hier trinkt man oft einen sehr guten Cappuccino oder ein leckeres Eis. Oder vielleicht so wie ich ein Bier. Nochmal ein kleiner Hinweis zu den Preisen. Ein Bier kostet 4,50 Euro bis 5 Euro, ein Cappuccino 2,50 Euro. Dafür genießt man aber eine schöne und interessante Aussicht. Wir sind immer mal wieder gerne hier in Lassise, aber natürlich auch gerne in den anderen Städten, so wie Badolino oder Pescara. Und wenn man hier ein Fahrrad dabei hat oder einen Motorroller, dann hat man hier viele Möglichkeiten, sich was anzuschauen. Ja, wieder zurück zum Campingplatz, Campingplatz Del Rose. Wir waren 11 Tage auf diesem Campingplatz und jetzt, bevor wir abfahren, fahren wir nochmal zur Entsorgung. Das möchte ich kurz zeigen. Man sieht schon, ich muss hier so einiges an hin und her rangieren. Wenn gegenüber der Platz nicht frei gewesen wäre, wäre schon etwas knapp geworden. Aber so komme ich gut raus und fahre jetzt zur Entsorgung. Die Zufahrt zur Entsorgung ist breit genug, sodass wir auch ohne Probleme die Entsorgung anfahren können. Die Entsorgung liegt am Rande des Campingplatzes. Es handelt sich um eine größere Betonfläche mit einem Bodeneinlass, speziell um einen Festtank hier zu entsorgen. Die Kassettenausentleerung ist ja an anderer Stelle. Nur als Hinweis, in der Mitte des Bildes ist es etwas unscharf, das liegt daran, wir haben mit dem Finger auf die Linse gepackt und da ist jetzt ein Fettfleck und dadurch ist das etwas unscharf, das Bild. Ich erhalte recht häufig Fragen zum Entsorgen des Festtanks, deshalb zeige ich immer ein paar Bilder dazu. Es ist also relativ einfach, wenn man so wie hier einen Bodeneinlass hat. Ich nehme dazu das Gitter, was da drüber liegt, raus, dann kann ich den flexiblen Schlauch anschließen und ihn direkt in die Öffnung legen und dann ist das Ganze eine saubere, ordentliche Sache.
Die meisten Campingplätze haben heute eine großzügige Entsorgung mit einem Bodeneinlass, wo man seinen Fäkalientank oder auch seinen Grauwassertank entleeren kann. Wir verlassen den Camping Del Rose und damit endet hier auch mein Video. Es wird natürlich noch weitere Videos geben zu unserer Italienreise. Auch werde ich noch über einzelne Stellplätze berichten und natürlich auch über unsere Rückreise. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen über einen Daumen nach oben. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert ihn doch. Ihr werdet sofort informiert, wenn es was Neues gibt. Ansonsten sage ich wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.